Augen geradeaus. Abzählen. 1, 2, 3. 4, 5, durch. Zur Meldung an die Jugendfeuerwehr wartet Romy Andresen Augen rechts. Jugendfeuerwehr Flensburg Innenstadt mit 1:10 angetreten. Vielen Dank. Sag mal Tom, was darf man sich denn eigentlich unter der Jugendfeuerwehr vorstellen? Ja, unter der Jugendfeuerwehr kann man sich vorstellen, also hier treffen sich Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren. Und hier werden wir darauf vorbereitet, dass wir zum Beispiel, wenn wir später in die Freiwillige Feuerwehr wollen oder sonstige feuertechnische Berufe machen, dass wir da dann besseres Wissen haben. Und es macht halt auch Spaß, also ist halt nicht nur unbedingt für Feuerwehr, sondern auch so als Hobby. Okay, und gibt es bestimmte Regeln, die beachtet werden müssen? Ja, also wir haben hier natürlich unsere Sicherheitskleidung. Die ist halt Pflicht, dass wir uns nicht verletzen. Müssen uns natürlich alle gut benehmen. Das ist wichtig. Und was macht dir am meisten Spaß? Am meisten Spaß macht mir, wenn wir mit unseren Feuerwehrautos rausfahren und eine Übung fahren, zum Beispiel einen Löschangriff draußen aufbauen. Ich zeige euch einmal, wie man das Blaulicht einschaltet bei so einem großen Auto. Großes Auto, kleine Knöpfe. Da haben wir einmal den Schalter für das Hauptblaulicht. Da haben wir noch einen Schalter für das Blaulicht hinten. Da ist noch ein Schalter für das Blaulicht vorne im Kühlergrill, der sogenannte Frontblitz. Was ist denn die Leistungsspange? Die Leistungsspange ist ein deutschlandnationales Abzeichen der deutschen Jugendfeuerwehr. Und worauf kommt es bei der Prüfung an? Dass die Gruppen ausreichend trainiert haben über dieses halbe Jahr, was wir machen, und dass alles gut sitzt, was da dran kommt in den Prüfungen. Okay, ja. Und wie läuft so eine Prüfung ab? Da werden wir halt getestet, körperlicher Form. Da haben wir halt ein paar Übungen, die wir machen, zum Beispiel Staffellauf oder so. Und dafür üben wir jetzt gerade. Und was passiert, wenn man die Prüfung nicht besteht? Dann kann man sich für das nächste Jahr wieder anmelden und weiter trainieren, bis man das dann geschafft hat und wenn man noch Lust dazu hat. Ja. Und wovor habt ihr am meisten Angst? Ja, dass man sie halt nicht schafft oder ja, das ist halt die Angst, weil man gerne das Abzeichen haben möchte und dann auch stolz darauf ist, das zu haben. Und wie kann man sich am besten auf diese Prüfung vorbereiten? Wie wir jetzt heute auch machen, immer, wir treffen uns. Unsere Gruppe ist jetzt eine gemischte Gruppe aus allen Jugendfeuerwehren. Da gibt es noch eine zweite aus Flensburg, die macht allein weiter und da üben wir mit dem Stadtjugendgruppenleiter immer die verschiedenen Disziplinen durch, Woche für Woche, ja, bis es sitzt. Achtung, Schlauch! Also du bist jetzt dabei. Wie viele seid ihr hier? Also wir in Engelsbü sind derzeit momentan 17 Jugendliche. Und in Flensburg-Innenstadt sind wir jetzt mittlerweile 15 Jugendliche. Und im Hintergrund ist die Leistungsspanngruppe, deswegen sind wir so viele heute hier, aus allen Jugendfeuerwehren in Flensburg. Wie lange leitest du das hier schon? Naja, ich habe zwischendurch eine Pause gemacht. Mittlerweile bin ich seit 18 Jahren dabei. Was ist das Spannendste oder Lustigste, was dir hier jemals passiert ist? Was mir passiert ist, ist, dass wir nach Schweden gefahren sind, dass wir die Ersten waren, die über den Belt gefahren sind mit dem Oldtimer und dort ein Zeltlager besucht haben mit 1200 Jugendlichen aus Israel, aus Schweden, aus Polen, aus Deutschland, also ein internationales Zeltlager. Das war wirklich spannend und toll und viele Freundschaften davon bestehen heute noch. Das Spannendste oder Lustigste? Also eigentlich das Lustigste und Spannendste immer bei uns ist in Flensburg, das sind die Pfingstfahrten. Da treffen wir uns die ganzen Flensburger Jugendfeuerwehren und dann machen wir ein sogenanntes Pfingstlager. Wir spielen um Pokale, Wettbewerbe, Feuerwehrolympiade und auch ein Spaß- und Spielteil ist da mit bei. Und auch so ein bisschen Quatsch natürlich auch. Welche Eigenschaften sollte man mitbringen, um bei der Jugendfeuerwehr mitmachen zu können? Spaß. Ja, und vor allen Dingen auch den Ehrgeiz, im Team zu arbeiten und vor allen Dingen das Ehrenamt zu führen. Das heißt, auch Energie und Zeit mit aufbringen und dann halt für die Flensburger Bürger auch da zu sein. Erst in der Jugendfeuerwehr anfangen und nachher in die Erwachsenenabteilung zu wechseln. Ein Teamplayer muss man sein und ja, man muss sich einfach engagieren. Genau. Disziplin finde ich ist auch nochmal dazu. Pünktlichkeit ist bei uns auf jeden Fall wichtig und dass wir uns an Regeln halten, das müsste man auch auf jeden Fall mitbringen. Schnappschuss, in zwei Reihen der Größe nach angetreten. Stillgestanden.
euch. Augen geradeaus. Abzählen. 1, 2, 3.